unser Recht auf Stadt. Ich weiß, dass wir das schaffen können. Wir haben in den letzten Jahren so viel erlebt und gelernt, was wir nicht für möglich gehalten hätten. Und so werden in Zukunft auch einige Dinge passieren, die gewissen Herrschaften jetzt noch unvorstellbar erscheinen. Und S21 wird gestoppt werden, die Stadtzerstörung wird ein Ende haben. Bevor No Sports wieder für uns spielt, noch ein paar Hinweise und Ankündigungen. Im Rahmen der Stuttgart-Nacht heute findet am Hotel Silber neben dem Karlsplatz in der Dorotheenstraße eine Lichtprojektion statt, um der Forderung nach einem würdigen Lern- und Gedenkort Nachdruck zu verleihen. Die Veranstaltung heißt Auf Mauern schreiben. Wie ihr wisst, ist der Rosensteinpark aktuell bedroht. Deshalb treffen sich morgen am Sonntag um 14 Uhr engagierte Menschen am Rosensteinschloss zu einem Spaziergang zur Information und Beratung. Hände weg vom Rosensteinpark. Am Montag wieder um 18 Uhr die Montagsdemo, vorher die Ratsdemo ab 17.45 Uhr Feuersee und gleich weiter am Dienstag, 22. Oktober, 15 Uhr, öffentliche Sondersitzung im Rathaus zum Thema S21 Brandschutz. Die Bahn will wohl wieder mit neuen Gruselkonzepten ankommen, die die Ingenhofen-Architektur als das zeigen, was sie ist, ein unterirdisches Krematorium. Am Donnerstag, 24.10. um 17 Uhr gibt es anlässlich der Haushaltsberatungen im Gemeinderat eine Protestkundgebung vor dem Stuttgarter Rathaus. Am Samstag, nächsten Samstag, 26. ab 13 Uhr Tunnelbohrer-Demo in Heilbronn, ab 13 Uhr Hauptbahnhof Heilbronn, dann 14 Uhr Kundgebung am Kiliansplatz in Heilbronn. Und am 10. November um 17 Uhr die Friedensgala im Theaterhaus. Und jetzt freuen wir uns auf No Sports.